So, liebe Leute, mit so, diesem Leute, nicen ja. Lacher geht's natürlich direkt los hier am Sonntag. Und zwar wann, Bro? Am 19 Uhr wahrscheinlich. Wahrscheinlich am 19 Uhr. Um 19 Uhr natürlich, Bro, hier. Die Base hat sich natürlich auch elektrisch weiterentwickelt hier in der Daisy Standalone. Klar. Wenn man hier drauf drückt, dann gibt's jetzt hier natürlich auch Licht, Bro. Geil, wir haben es ein bisschen weiterentwickelt, ein bisschen mit der Technik vorangeschritten. So muss natürlich niemand mehr im Dunkeln stehen hier. Apropos Dunkel, Bro, ist es jetzt mittlerweile natürlich hell geworden in der Daisy Standalone. Und da würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal aus der Base raus, ne? Ja, ist das schon der Eingang? Achso, das war offen. Wie geht das zu? Ja, komm raus hier. Hier. Wie geht das zu? Hier. So. Also, ja, Leute, wir sind ein bisschen spät dran, by the way, und ich würde vorschlagen, wir gehen mal zum Trader, hast du vorgeschlagen, ne? Also sieht schon nice aus, ne, mit dem Dach und so. Ja, und natürlich hier mit Tschernarus-Flaggen, denn wir sind ja hier in Tschernarus, Bro. Und nicht in DRL, ist natürlich der komplette Unterschied, liebe Leute, hier am Sonntag um 19 Uhr immer noch. So. Natürlich, weißt du was, Bro, jetzt immer noch, denn wir sind natürlich auf DRL unterwegs mal wieder. Ach, stimmt, ja, stimmt, wir sind wieder zurück, Leute, nach einer Folge schon wieder. Voll die Ansage, so nie wieder dir eil, scheiß Server, ja. Jetzt sind wir wieder da. Ja, soziale Pad, ja, jetzt sind wir schon wieder da. Aber so wie immer eigentlich, ne? Aber ich glaube, Bambiland ist echt erstmal gestorben. Ey, das ist eine Stufe krasser als hier, ganz ehrlich. Das ist sowas Asoziales, ne? Das spiele ich lieber hier als auf irgendeinem anderen Server, ganz ehrlich. Aber ich glaube, halt, die meisten haben sich sowieso satt gefressen an Tschernos, würde ich sagen. Ja, eben, denn es gibt ja bald auch die ein oder andere neue offizielle Map in der Daisy Standalone, ja, auf die wir bestimmt noch bis Weihnachten warten müssen, aber das wird sich natürlich zeigen hier. Bin gespannt, wir werden die Map auf jeden Fall wahrscheinlich dann auseinandernehmen, wie wir es halt kennen, ne? Wahrscheinlich auseinandernehmen, oder? Ja, contentmäßig halt sieht aus wie Tschernobus, nur ein bisschen anders gestellt. Ja, so. Ist halt schon ein bisschen, ist ein Bär drin. Ist ein Bär drin. Der erste Screenshot von dem Bären natürlich schon 2014 hier gepostet worden. Oh, wow, der Wolf fliegt! Ich hab's auf Band, hast du gesehen, wie der Wolf fliegt? Ich hab nur ein paar Pixel fliegen sehen. Das war der Wolf in der Daisy Standalone, hast du gesehen? Oh mein Gott, Digga, das Game ist so broken. 24 Euro. Das Game ist so los, 24 Euro. Oh, die haben den Wolf, die haben die Wölfe getötet? Really? What the fuck, Alter? Ey, Rache für die Wölfe, töte sie, Mann. Auf jeden Fall, Mann. Nice. Wölfe töten geht gar nicht. Was rennt da hinten noch rum? Noch ein Wolf. Da kommt ein Wolf, Alter, der will uns bestimmt danken, was, oder? Der schlägt gleich meine Hand ab. Der schlägt gleich meine Hand ab, Mann. Ja, komm her. Komm her. Hey, Buddy. Achtung, Zombie da hinten. Töte mich. Nee, guck mal, der rennt weg. Das sieht man natürlich nochmal die PvE-Situation hier in diesem Spiel, liebe Leute, extra für euch, ja. Und geil. By the way, ne? Oh, nice Shot. Wir sind hier, Leute, schon über ein Jahr jetzt dabei mit Daisy 19, ne? Hast du vorhin gerade gesehen? Ja, ich habe gerade nochmal, wir haben letzte Folge so ganz beiläufig gesagt, yo, hier ein Jahr Daisy 19 Uhr. Aber am 13. November war es schon soweit, Bro. Wir sind hier mal wieder ein Jahr alt geworden. Jetzt ist es auch offiziell, kann man das mal sagen. Ein Jahr machen wir die Kacke hier schon, Mann, Leute. Und ich würde sagen, es wird heute auch die letzte Folge. Achso, nee. Ja, denn wir haben uns nämlich gedacht, so dass wir keinen Bock mehr haben auf die. Achso. Achso, was? Das Spiel ist geil. Man kann auf das Quatsch, Spiel. Man hat das Spiel. Das hat immer Bock auf das Spiel. Ganz ehrlich. Eigentlich schon. Ich weiß auch nicht, wer keinen Bock hat, darauf hat so. Also. Nein. Also mir macht es ja mega viel Spaß, außer wie heute zum Beispiel, wenn man Zeitdruck hat und das Video in 20 Stunden online gehen muss. Aber naja, Leute. Ja, Tatsache, wir brauchen die Folge in 20 Stunden. Ja, aber wir haben nichts. Wir haben nichts. Ja, und darum gibt es halt ein bisschen... aber dafür sind wir hier auf dem Server, hier findest du ja immer irgendwen, ne? Darum gibt es halt heute ein bisschen mehr Labern, Leute, ein bisschen mehr Uncut, oder was, Bro? Ja, aber gut, wir haben natürlich schon die Population der Wölfe gerettet quasi. Natürlich, ein Wolf hat überlebt, der kann sich dann wieder vermehren mit einem anderen und dementsprechend ist die Artenvielfalt dementsprechend wieder gesichert, oder? Natürlich auch die Biodiversität hier auf Deer Isle im kältesten Winter muss natürlich gewährleistet sein, Bro. Natürlich, hier ist sie natürlich ein bisschen eingeschränkt jetzt durch den Winter, aber es wird dir natürlich schon das ein oder andere Eichhörnchen musste natürlich hier schon ins Gras beißen in der Kälte, aber gut. Er hoppelt wahrscheinlich übers Eiswasser, oder? Aha. Ja, wahrscheinlich, oder? Aha. Schon hier auf der Bohrinsel. Wir waren auch lange nicht mehr auf der Bohrinsel, ne? Waren wir echt schon lange nicht mehr. Aber das kannst du auch nicht im Winter, weil du erfrierst halt instant. Das geht auch nicht. Ich habe das einmal probiert, da war ich aber Bambi, da muss man auch dazu sagen. Und bin da einfach mal rübergeschwommen. Ich bin draufgekommen, habe ein bisschen gelootet. Aber ich bin irgendwann einfach umgekippt, weil zu kalt war. Ja, also du schaffst es halt nicht. Also jetzt vor allem, du schaffst es wirklich im Winter. Du erfrierst instant einfach.
Aber gut, es ist zwar Winter, Bro, aber dafür hat man hier auch diese wunderschönen Winterlandschaften. Wenn man hier zum Beispiel mal nach links schaut mit der aufgehenden Sonne. Natürlich, also an der Optik kann man nichts sagen, Mann. Es ist einfach geil. Kann man nichts sagen, Mann. Nee, kann man nichts sagen, trotzdem labern wir. Aber gut, Bro, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und treffen uns wieder am Trader, geil, wenn da was los ist. Geil, Mann. Auf jeden Fall hier, du. Okay, Bro, wir haben es geschafft. Krasse Reise mal wieder hier von der Base zum Trader, Bro. Bin natürlich hier in bosshaftem Schritttempo. Im bosshaften Gange unterwegs hier natürlich zu der Fireplace-Stelle. Fireplace-Stelle. Ist auch ein komisches Wort gerade, ne? Fireplace-Stelle, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist eher gar kein Wort, Bro. Aber gut. Fireplace-Stelle, oh mein Gott. Ja, ne? Ja, und hier sind natürlich die ganzen Leute auf dem Server. Wollen wir mal kurz begrüßen oder was? So, hier? 3, 4, 5. 5 Leute, Alter. They bugged tents into my entrance of the 6, 7. I couldn't enter the I couldn't put the tents away. Da sind noch mehr Leute. Das ist der Trader. Das ist der Trader. Ja. Drin, ne? Aber trotzdem ist bestimmt wieder ein Drittel der Leute hier am Trader. Dann will ich mich touchen, hilf mir. Nee, nicht touchen, Alter. Nicht touchen, Mann. We open just one ticket. Connor. Wer ist Connor? Keine Ahnung. Hey, touch mich nicht! Achtung, da kommt einer von hinten, hinter dir. Okay. Ja, das ist der Trader, Leute. Darum wundert man sich, warum man, wie gesagt, keine Interaktion außerhalb dieses Trader findet. Oder was sagst du dazu, Bro? Ach, Daniel, hallo. Oh, jetzt wurden wir schon erkannt, oder was? Oh, hi, hallo. Hier, ich wollte euch mal ein Geschenk. Je, ein Geschenk? Ein kleiner. Oh, Scheiße, Mann. Die ist eigentlich viel zu klein für uns. Ja, ich weiß. Ja, nice, Mann. Nimm mal die Max mit. Die siehst du ja nicht. Sagen wir natürlich nie nein. Vielen Dank. Ja, gerne. Das nächste Mal, wenn ich euch sehe, kriegt der Luzi ein. Dann Grüße an dich raus, mein Guter. Willst du jemanden grüßen an der Stelle? Aber es ist, ja, ich grüße Daniel an dem Tag, als ich ihn aus Versehen getötet habe. Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Oh, Scheiße, du warst das. Das waren die Jungs, ne, stimmt. Ja, ja, als Entschädigung kriegst du es. Ich schwör's dir, komm nicht aus der Safe Zone raus. Also. Nee, alles klar, Mann. Schon längst ich glaub, vergessen und verziehen. War der noch? Geil, oder? Ah, er hat noch ein Mac hier und richtig viel Mund. Ja, also wir brauchen wir gar nicht. Dankeschön. Ja, alles klar. Ja, dann. Vielen Dank, Jungs. Grüße hinaus. Na klar. Wird schwierig, wenn alle hier hängen, ne? Wir müssen weiter. Ebenso. Hoffentlich treffen wir uns so schnell nicht wieder. Also, Jungs, danke. Schönen Abend euch. Ciao. Ja. Ja, nice. Da gehen wir natürlich zum Trader, Leute. Und so kommt man natürlich ganz schnell an Equipment ran. Das ist halt der Trick eines DSI 19 Uhr Mitspielers. Ne? Ja, genau. Das ja. Wer auch bei DSI 19 Uhr Mitspieler. Achso, nee. Wahrscheinlich ein Mitspieler, Digga, wir sind zu zweit. Ja, ist nicht so. Also schon ein übles Gerät, schon muss ich geil, sagen. Schon geil. Also, ja. Damit habe ich jetzt so erstmal nie gerechnet. Das ist hier. Die JTAG, by the way, ne? Ja, so das ist mal eine One-Shot-Waffe, beide. Du kannst auch mir ins Knie schießen und ich bin dead. Na gut, also bin ich One-Shot ja sowieso. Natürlich, falls man überhaupt Damage macht, das ist natürlich die Voraussetzung der Daily Standalone. Da war ja was. Da hat man natürlich immer nur 20%ige Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Schuss überhaupt registriert wird. Ja, aber und wir haben es natürlich noch offscreen überlegt hier, ne? Wir rennen nochmal zum Airfield, würde ich sagen, Bro, oder was? Ja, müssen wir jetzt eigentlich, ne? Gehen wir noch ein bisschen zum Airfield, Leute, mal gucken, was da so geht. Ja, oh, und sehen uns dann wieder. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist perfekt. Kommen ja irgendwie aus der Richtung. Ja, perfekt. Geil. Ja. Was ganz vergessen shit. Hier? Oh, shit. Oh, scheiße, Bro. Als ob das nicht abbricht. Warte mal, ist es nicht Devil's Hole? Das ist Devil's Hole hier, ja. Wir ich dachte, können auch gerne nochmal reingucken. Können wir machen. Aber ich dachte, man darf nicht ein Gebäude bauen. Ja, ist jetzt die Frage. Gilt das als Gebäude? Ich würde sagen, das gilt als Monument. Oh ja, hier ist so. Hallo. Das darf man doch gar nicht. Scheiße, Bro. Oh, du hast mich nicht gerettet. Oh, du hast mich nicht gerettet. Oh, du hast mich immer noch nicht gerettet. Oh, du hast mich immer noch nicht gerettet. Duck dich doch nicht. Was ist denn los mit ihm? Oh, du hast mich gerettet, Bro. Danke. Alter, er duckt sich. Wie ist das denn für ein Game, ey? Wir dachten eigentlich, wir zeigen euch das kurz. Meine Güte. Aber wie man wieder sehen kann, ist wieder alles abgeschlossen. Hau ab. Aber wie man... Wow. Aber wie man sehen kann, sieht man mal wieder gar nichts hier in der Daisy Standalone.
Ja. Gut, dass es auf diesem Server auch verboten ist, in Gebäuden eine Base zu bauen. Das interessiert die Leute hier am Devil's Hole natürlich nicht, denn hier ist natürlich gesetzloses Land, Bro. Ja, ob das jetzt unter Gebäude fällt, weiß man natürlich nicht, aber ich denke schon eigentlich. Es ist für mich ein Gebäude, theoretisch. Ja, theoretisch würde ich sagen, ja, stimmt. Aber praktisch ist den Leuten das natürlich egal. Und ich würde sagen, Bro, da hinten 1 Kilometer noch, da sind wir am Airfield. Dann sind wir am Airfield, dann geht's richtig los, Leute. Oder auch nicht, man weiß es halt nicht, ne? Nice, perfekt. Beste, Mann. Oh Gott, Leute, ey. Wir sind jetzt angekommen. Oh mein Gott, ist ey, das ohne aufregend? Witz. Achso. Durch die ganzen Klippen, die ganzen Steine von Moria, ich bin fast gestorben. Achso. Ja, übertreib, Mann. Achso, man fällt dir natürlich weich hier im Winter auf die Eier. Oder vorne links auf der... Ja. Auf dem Rollfeld nicht, denn das ist natürlich auch klar hier, dass ja, auf diesem Beton der Schnee natürlich nicht liegen bleibt. Denn na, hier ist alles gesalzen, Bro. Es ist alles rechtmäßig abgesichert hier, damit auch die Flugzeuge landen können, auch im tiefsten Schneesturm der Erde. Ja. Also wenn man mal guckt, so Serverzeit oder so 3-4 Uhr morgens, dann sieht man hier auch oft die Admins mit Schneeschippen rumlaufen. Ja, voll die geil. Die halten natürlich die Flugbahnen hier frei, denn hier stehen natürlich auch Flugzeuge, die natürlich auch noch fest ist. Das wäre nochmal richtig nice, ne? Aber gut. Kommt wahrscheinlich irgendwann mal rein, Leute, aber erstmal müssen sie ja noch die Autos fixen. Ja. Sonst, glaube ich, wird das schwierig, ne? Mit einer Flugengine. Die Autos stell dir fixen, vor, du, ey. Stell dir vor, du fliegst ach, so du hoch Scheiße. Und auf einmal so, weiß ich nicht, portest du so richtig hart ins ATC Tower, in den ATC Tower rein. Instant Dead, Explosion Tower weg. Ja, das kann ich mir so gut vorstellen in dem Game. Oh, hier ist offen. Könnte jemand drin sein, ne? Weil vorne war die Tür zu. Hello. Hello, man. Hier ist zu, Achtung. Ich bin bereit, Scheiße, Bro, bin bereit. Hey. Oh Gott, hier ist echt einer. Hier ist echt einer. Hello? Hey, what's up, man? Hello? You still there? Yeah, still there. You're friendly, my friend. Echt einer. Scheiße. Krass. Yeah. Really? Oh, cool, so I can come up, right? Pass auf, dass du nicht gleich einen One-Shot bekommst. Ich save kurz. Sorry. Okay, er muss oben sein. Hey, buddy. Muss oben sein, irgendwo. Can we come up? We're two guys, we're friendly. Okay, oben ist offen, ich sehe ihn nicht. Was machen wir? Ja, yeah, warte. Okay. We're waiting. Waiting worauf? Can we come in? Worauf warten wir jetzt genau? Weiß nicht, er hat gesagt, wait a moment, das hat er gesagt, oder? Hallo? Er trinkt was. Ihr müsst hier drin sein. Nee. Okay, dann ist er oben. Ich glaube, der ist ganz oben. Dann ist er ganz oben, Alter. Oh, das ist ein Fuchs. Er geht einfach hoch. Ah, hier ist er. Hey, man. Hey, go. Hey, hey, what's up, dude? Black Rag. Do you see an enemy? Gimme. Ah, okay. You alone here? What are you doing here? Oh. I just killed a guy on the tower over that way somewhere before. Ich höre den schlecht. Oh, so you're a killer. Well, he did shoot at me, so yeah. Ah, okay. Then it's fine, of course. Yeah. We're killing the bad guy, so you are a good guy? Hope so. Gonna be alright at the moment. Zombies? Yeah, zombies. Yeah, just zombies. Wissen wir, ich dachte gerade, er schießt auf mich. Nein, alles gut, Mann. Oh, jetzt kommen aber alle, jetzt hat er alle angelockt, ne? Ja. Das ganze Erfeld rennt auf uns zu! Ich kenne euch nie, ich bin weg. Ja, ich bin dann auch mal raus hier, Alter. Bro. War echt nice hier. Aber cool, dass so wir friendly. Friendly Challenge hier geschafft haben, Alter. Ohne Scheiß. Und das ist voll random. Oh, wie das stimmt. Zombies von allen Richtungen. Es ist ein richtiges Survival-Game, Alter. Holy shit, guck mal, wie viele reinstürmen. Ich geh mal fix runter und guck mal, ob da die Türen zu sind. Alter, wie viele reinstürmen.
Wir sind so RIP. Nicht, dass sie gleich wieder alle in der Treppe am Treppenhaus. Es sind alle schon da, ist alles RIP. Wir sind dead. Mhm. Wahrscheinlich dead mit der Waffe, oder? Hallo. Schon unten? Ja. Für den Entertainment-Faktor, Bro, lasse ich ja einfach mal eine Tür offen. Echt? Na klar, Mann. Geh hoch, Alter, geh hoch! Du bist unser Tod, Mann. Ich bin allein mit dem. Ach so, stimmt. They're all coming now. It's a real survival game now, my friend. Alter, das habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass hier einer drin hockt, ne? Weil normalerweise gammelt halt alle am Trader rum. Ja. Hat das Blut geflattert, hast du es gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Das war ziemlich knapp übrigens, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Aber so kennt man mich. Der knappe Typ von nebenan. Der knappe Typ. Ja, ich würde sagen, shit, pass auf, du hast eine History hier mit den Zombies, ne? Ja, ich weiß. Das ist nicht weit weg. Das ist nicht weit weg, meinst du? Nein. Ja, cool, dass du uns hilfst hier, ne? Wir sind voll geile Squad hier zusammen. Klar. Ich hätte dich fast erschossen, ne? Nur zusammen sind wir stark, Mann. Natürlich. Hätte ich zwar fast erschossen, aber Bro. Aber das gefällt mir von der Atmosphäre, so muss ich sagen. Ja, mir auch. Das ist schon... Also, ich fühle mich jetzt schon im PvE-Modus, ne? Ja. Das ist schon Oh, shit. Das ist schon eine gefährliche Situation, was wir hier machen. Es ist hier natürlich sehr gefährlich in der Daily Standalone. Ich habe eigentlich Hemmung, hier irgendwie weiter vorzugehen, weil ich keinen Bock habe, dass du mir in den Rücken schießt. Ja, ich auch. Darum bin ich hier in der Ecke gerade und warte, bis die Zombies alle dead sind. Lauf mir bitte nicht vor die Flinte, ey. Boah, der wurde aus dem Leben geschallert. Ey, das Blut überall. Das ist so geil mit dem Blutmod. Mit der Blutmod. So geil. Der war ein bisschen schnell, ne? Ah, der war ein bisschen sehr schnell. Gut, da muss man natürlich einmal mal reloaden hier. Bam, bam. Ich glaube, er hat seinen Spaß, ne? Natürlich, er fühlt das voll, glaube ich. Ja, er ist voll im Survival-Modus. Aber gut, ich würde sagen, wir haben noch zwei Gag raus, Alter. Ja. Zwei Gags raus zur Entspannung, oder? Entspannung hier ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Wow. Alter. War er das? Ja, glaub schon. Ja, ich würde sagen, dass ich meine Waffe gleich schnell wieder anlege, dann lese ich einfach mal vor hier. Warum schießt er da rein? Do you need help? Yeah, you alright, buddy? Oh, okay. I'm gonna shot me with a shotty. Okay. Alright. Ja, alles klar. Okay. Ich würde sagen, ich lese mir hier was vor von Thor, der nämlich fragt, wie nennt man einen Keks an der Börse? Weiß ich nicht. Kriegt erstmal ein Like hier, der Gag. Spekulatio. Oh. Boom, 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 boom. Nicht übel, Bro, aber hatten wir auch schon mal, ne? Hast du auch noch einen? Natürlich, und zwar hier #GagHashtagDC. Was kann das Meerschweinchen am besten? Richtig, schwimmen! Der andere, Grüße gehen raus an dich, mein Guter. Ja, Grüße gehen natürlich raus hier an Thor und den anderen. In dem Sinne, Bro, würde ich sagen. Was würdest du sagen? Oh. Wow. What? Warte mal. War das jetzt hier vorne? Ja. 2 Meter. Draußen ist wahrscheinlich einer. Warte, ich geh mal ums Gebäude. Ja. Hey, buddy, just go away, man. Do you kill a hey, random friend? What's up? I just need the fucking food, man. I'm starving. Go away. Ich rush den. Yeah, just ask, man. Bist du da? Naja, I'm gonna shoot you too, man. Let me eat your friend. Ich rush ihn, ist mir scheißegal jetzt. I got people on the way. Ah, people on the Schmäh. Oben, erster Stock. Alles safe, okay, alles safe. Wo ist der hin? Ist mir nicht. Der muss oben sein. Wo ist denn der, Kollege von... Go away, man! Hey, you need food? Da ist er. Er hat mich one-shotted. Er blutet wie Sau. Alter. Krass da aus. Tot oder was? Nee. Was ist los? Scheiß, ich hab keinen Mac mehr. Fuck. Scheiße. Erzähl uns mehr. Okay, hat er dich auch. Da waren echt mehrere. Das sind echt mehrere hochgekommen, ne?
Scheiße, ja. Ey, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da Leute solche sind, ne? Solche Bastarde, ey. Dass sie den anderen einfach killen. Ja, wir können doch verhandeln, aber nee. Oh mein Gott, vor allem, woher kam denn der auf einmal? Wir waren doch unten. Weiß ich nicht. Über die Leiter? Über die Leiter? Really? Ich habe auch nichts gehört eigentlich. Aber gut, da haben wir doch noch ein bisschen Content bekommen, obwohl wir heute nicht ein bisschen Anker aufnehmen wollten. Finde ich eigentlich ganz sehr solide. Nice, perfekt. Da würde ich sagen, Leute, bis Dienstag, 19 Uhr. In alter Frische. Bye, bye. Perfekt. Liebe Leute, das war's mit der heutigen Folge von DayZ 19 Uhr. Wir sind, wie gesagt, ein bisschen in Zeitdruck gerade und konnten dementsprechend ein bisschen mehr, oder müssen dementsprechend mal ein bisschen mehr Anker rausbringen. Aber wir hatten doch noch gute Action, würde ich sagen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich in Form eines Daumen nach oben sehr bedanken bei euch. Und wir sehen uns Dienstag wieder, 19 Uhr. Haut rein, Leute. Und viel Spaß noch mit eurem restlichen Restabend. Tschö!